Ist es so, dass ich praktisch von hier aus die Spieler kontrollieren kann? Natürlich nicht in ihrem Spielgeschehen, sondern nur vom Klang her. Das heißt, ich kann also die Klänge einstellen, die sie dann auf dem Rücken haben. Ich kann die Lautstärke einstellen, auch die Tonhöhe und so weiter. Und habe also verschiedene Möglichkeiten, jetzt ähnlich im Prinzip wie am Mischpult hier Einfluss zu nehmen auf das Tongeschehen. Echt? Ja. Rebecca Saunders ist eine Klangskulpteurin, nicht eine Komponistin im herkömmlichen Sinne, sondern sie agiert mit dem Klang, sie geht wie mit einem Mikroskop in die innersten Bausteine eines Klanges hinein. In diesem Falle hat sie eine Klangskulptur für den Raum des Strawinsky-Saales entworfen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass keine Partitur vorliegt, sondern ein dichtes Gewebe eines Raumkontrapunktes und die einzelnen Musiker werden über dem Raum verteilt und können so skulpturale Klänge entwerfen, in die wir Hörer uns hineinbegeben. Wir kennen ja das skulpturale Wesen aus der bildenden Kunst. Um eine Skulptur, um eine Plastik geht man herum, umfasst den Raum, bekommt ein Gespür für den Raum. In der Musik haben wir darüber hinaus die Möglichkeit, in diesen Raum sogar hineinzugehen.